So, und jetzt kommen wir zum Schluss. Jetzt habe ich die Spitze eingearbeitet. Jetzt muss alles in der Richtung zusammenlaufen. Dann mache ich den Anfang mit euch und dann bekommt ihr das alleine hin. Denkt daran, wenn dann die 7 hier eingearbeitet sind, dass man dann die zweite Bahn einlaufen lässt. Ja? Okay. So. Alles, was vorher so gelaufen ist in der Bahn, muss jetzt so laufen. Eine Randmasche. Also ihr habt 10, 11, 12 alleine gemacht. Dann mache ich jetzt noch einmal die 13 und höre auf. Wenn ihr noch was wissen möchtet, irgendwas, was unklar ist, bitte schreibt mir das in den Kommentaren. Randmasche und jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also die mittlere Masche, die eine, die lassen wir stehen und vor der mittleren Masche, diese beiden, die werden recht zusammengestrickt. Dann kommt ein Umschlag, eine rechts und wieder ein Umschlag. Und dann wird eine abgehoben, eine gestrickt und die abgehobene darüber. Und jetzt läuft das Ganze, kann man das sehen? So weiter in der Richtung. Okay. Dann stricken wir wieder unsere 13 in der Mitte. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Wenn ihr da 13 Rechte habt, dann ist alles richtig. Dann wieder 2 Maschen rechts zusammenstricken. Ein Umschlag, eine rechts, ein Umschlag, eine abheben, eine stricken und die abgehobene drüber ziehen. Und jetzt kommt die Mitte. Ach ja, das ganze, Musterrapport habe ich ja 43 Maschen, sodass man 2 Rauten da reinbekommt. Man könnte das jetzt auch um eine Raute erweitern, dann rechnet man das halt eben aus. Und sonst einfach das Ganze, ich habe jetzt 2-mal genommen, man könnte das dann in eine Breite, so breit, wie man möchte, immer erweitern. Jo, okay, in diesem Sinne sage ich dann mal Tschüss. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ich irgendwas anders machen soll, besser machen soll, schreibt mir das ruhig. Guck, und ich habe auch gleich Feierabend. Dann ist mein Knäuel abgearbeitet. Jo, ne? Bitte. Alles klar. Tschüss, habt noch einen schönen Restabend. Ich höre dann jetzt mal auf. Bis zum nächsten Video. Tschüss.